Willkommen zur Alpenrevue. Als 1987 Gaudí erschienen war, gab es seitens Parsons und Wolfson keine expliziten Ansätze, die Band aufzulösen. Die Zusammenarbeit der beiden Künstler und Produzenten hat vermutlich längst diesen kreativen Funken verloren, den sie um 1977 und 1979 besaßen. Doch richtige Ladenhüter waren die letzten drei Alben der Band deshalb nicht. Somit waren die Zeichen eindeutig auf Weitermachen gestellt. Dafür spricht auch, dass für ihr 11. Album die Band ein wenig an ihren konzeptionellen Anfang gehen wollte und einmal mehr ein deftiges Konzeptalbum schreiben und aufnehmen wollte. Diesmal als Doppelalbum und als eine Rockoper. Das Thema: Sigmund Freud und die Psychotherapie. Rockopern waren nie so richtig in Mode gewesen, doch es hatte einige gegeben, die äußerst erfolgreich waren. The Who hatten früher die Oberhoheit über diese Ecke der Musikwelt mit Tommy und Quadrophenia, die beide extrem erfolgreich waren. Und es ist wichtig, sich zu erinnern, dass auch Jesus Christ Superstar nicht als ein Musical auf der Bühne begonnen hatte, sondern als ein Rock-Doppelalbum mit Ian Gillan als Jesus und Murray Head als Judas. Damals war das eine strategische Idee von Andrew Lloyd Webber und Tim Rice, die nicht die Mittel und Kontakte besaßen, um ihr Musical auf die große Bühne zu bringen. Also erstmal ein recht erfolgreiches Rockalbum daraus machten, eben mit der Hoffnung, dass es genug Buschtrommeln in Schwingung versetzt, um das eigentliche Ziel zu erreichen. Ein Konzept, das durchaus aufgegangen war, wenn auch nicht über Nacht. Das verlief bei Freudiana etwas anders. Es mag ja sein, dass Wolfson und Parsons Ähnliches im Sinne hatten, wobei doch mehr dafür spricht, dass das 11. Project-Album einfach nur ein Konzeptalbum werden sollte. Aber ich kann mir vorstellen, dass die Natur dieser Musik zwischen den beiden Parsons und Wolfson sicherlich auch die Idee aufkommen ließ, und da drücke ich mich vorsichtig aus, die Band tatsächlich mit großem Tamtam auf die Bühne zu bringen. Nun ist es aber so, dass am Ende der 80er die Rockoper etwas Angestaubtes besaß. Die letzte Band, die mit großem Getöse versucht hatte, eine Rockoper in die Charts zu stemmen, waren wohl Styx mit ihrem Kilroy Was Here. Und die Band zerbrach an diesem Projekt letztendlich. Allerdings verselbstständigten sich die Dinge an der Sigmund Freud Front. Denn noch während der Aufnahmen zu Freudiana lernte Eric Wolfson den Entrepreneur Brian Brawley kennen, der sich die ersten Stücke anhörte und darauf beharrte, dass dieses Material unbedingt als Musical aufgeführt werden muss. Brawley hatte zuvor mit Andrew Lloyd Webber gearbeitet und hatte somit genug Renommee, um Wolfson zu beeindrucken. Nun ist es so, dass ich nicht mit Gewissheit sagen kann, ob Eric Wolfson schon immer zur Musicalbühne wollte und nur nach einem passenden Vehikel Ausschau hielt, um diesen Übergang zu leisten, oder ob dies eine Neuorientierung war, die erst hier in ihm aufblühte. Aber ich hatte schon in einigen vergangenen Videos über The Alan Parsons Project immer wieder angedeutet, dass einige der Stücke mehr wie Vorboten von Wolfsons Musical-Karriere klingen. So begann eine seltsame Zeit in der Geschichte von The Alan Parsons Project, da hier nun eine deutlich andere Arbeitsweise vorlag. Parsons willigte ein, Wolfson bei der Erschaffung des Musicals zu unterstützen, verbrachte sogar einige Wochen mit ihm in Wien, wo das Stück uraufgeführt werden sollte. Parallel wurde mit der Band die Musik aufgenommen und das Material durch Wolfson erweitert, bis zu dem Grad, dass ein Doppelalbum unausweichlich wurde. Auf diese Weise entstanden all die Stücke auf der CD, die wirklich diesen unüberhörbaren Musical-Sound haben. Leider begann die Situation irgendwann in die Schieflage zu geraten, da beide Eric Wolfson und Brian Brawley zunehmend uneinig über die kreative und finanzielle Kontrolle des Projekts waren. Bald schon eskalierte das zu einem regelrechten Rechtsstreit. Alan Parsons beklagte später in Interviews, dass er 1988 und 1989 mehr Zeit in Gerichtssälen verbracht hatte als in Aufnahmestudios.
Am Ende verlor Eric Woolfson weitgehend die Kontrolle über das Musical und alles, was ihm blieb, war das Album, das er mit Parsons aufgenommen hatte. Und das ist das Album, über das wir hier sprechen. Nun ist es so, dass dies offiziell kein The Alan Parsons Project Album ist, weil die Bezeichnung in keinster Weise irgendwo auf der Hülle vorkommt. Oft wird es als ein Eric Woolfson Soloalbum geführt, was ein wenig absurd ist. Das Einzige, das dafür spricht, ist, dass die gesamte Musik, mit der Ausnahme eines einzigen Instrumentals, das von Parsons stammt, vollständig von Woolfson geschrieben wurde. Und das ist gewissermaßen eine Abweichung von den vorangegangenen Alben, wo der kompositorische Anteil von Alan Parsons sichtlich größer war, wenn auch nie dominant. So wird dieses Album manchmal als self-titled bezeichnet, als ob Freudianer ein Bandname sei, was ebenfalls Unsinn ist, glaube ich. Doch zumeist wird diese CD so rezipiert, als sei das eben der Name eines Musicals. Und bei Musical-Alben gibt es selten einen Bandnamen dahinter. Das erwartet dann auch keiner. Doch die Idee, dies trotzdem als ein Project-Album zu behandeln, hat viele Fürsprecher und ich gehöre eindeutig dazu. Weshalb? Nun, Tomato, Tomato, Potato, Potato. Man muss sich ja nur das Line-Up anschauen. Stuart Elliott am Schlagzeug, Ian Berntsen an der Gitarre, Richard Cottle an den Synthesizern und am Saxophon, Laurie Cottle am Bass, Andrew Powell steuert die Orchesterarbeit bei und Eric Woolfson und Alan Parsons spielen die Keyboards. Für die Gesangspart wurden verpflichtet John Miles, Leo Sayer, Chris Rainbow, Eric Stewart, Frankie Howard, Kiki Dee und viele mehr, sogar die Flying Pickets. Was daran ist nicht The Alan Parsons Project. Alle üblichen Verdächtigen sind anwesend. Nun muss ich mich vorweg zu etwas bekennen, denn dies wird nachhaltig Einfluss auf meine Rezension hier haben. Ich kann Musicals nicht besonders leiden. Mir ist egal, ob das Mamma Mia ist oder Phantom der Oper, all das geht mir am Arsch vorbei. Aber ich werde mich bemühen, meine Genrefremdheit hier nicht ständig gegen das Album zu projizieren, weil das etwas unfair wäre. Auf der anderen Seite fühlt sich gerade die erste Hälfte von Freudiana durchaus als ein typisches Project-Album an. Somit, es dauert eine Weile, bis man merkt, dass man sich inmitten eines Musicals befindet. Und obwohl ich mit Freudiana allerlei Probleme habe, muss ich allerdings auch festhalten, dass dieses Album innovativ und hervorragend aufgenommen ist und einige der großartigsten Tracks besitzt, die ich bei The Alan Parsons Project kenne. Es sind nur einige, aber sie sind wirklich gut. Und ich finde, dass Freudiana das bessere Abschlussalbum ist als Gaudí. Aber springen wir einfach mal ins kalte Wasser und fangen an. Das Album beginnt im Geiste der großen Project-Formel mit einem knappen Instrumental, welches wie eine Art Ouvertüre funktioniert. The Nirvana Principle ist großartig und ich liebe diesen Track. Der Sound klingt nun mehr nach den 90ern als nach den 70ern, aber die Musik besitzt noch immer diese cineastische Note, die so typisch für diese Band ist. Für mich ist dieser Opener ebenso stark wie Sirius oder Lucifer. Die Musik gleitet atmosphärisch in eine kurze Ambient-Passage, die sehr animalisch anmutet und deutlich macht, dass diese Band eigentlich glimpflich in den 90ern angekommen ist. Und dann beginnt Eric Woolfson Freudiana zu singen, den Titeltrack. Und das ist eine seiner besten Performances. Das Stück ist großartig. Plötzlich, aus dem heiteren Nichts heraus, unerwartet und unangekündigt, klingt diese Band noch ein einziges Mal. Ein einziges Mal, so gut wie sie einst geklungen haben, in den Zeiten von iRobot, Turnover Friendly Card und Eye in the Sky. Und dann erklingt dieser dunkle, tiefe Keyboard-Ton, über den Ian Berntsen dieses großartige Solo konzipiert. Die ersten zwei Tracks sind eindeutig ein starkes Highlight hier. The Nirvana Principle und Freudiana sind erneut zwei Nummern, die zusammengehören, ähnlich wie Sirius und Eye in the Sky. I Am a Mirror wird von Leo Sayer gesungen und ich habe mir den Song nun nach langer Zeit wieder angehört und er gefällt mir immer besser. Das ist eine verdammt gute, etwas quirlige Nummer und es gibt in der Mitte ein gigantomanisches Orchestersolo von Andrew Powell, gefolgt von einem großartigen Gegengewicht, gespielt von Ian Berntsen. Hört euch das Stück mal um 2 Minuten 15 herum an, da kommen einige der besten Passagen von Ian Berntsen zum Vorschein, extrem proggig. Little Hans
Okay, nennen wir dieses Lied bitte eine Hommage an die Beatles, aber nur damit wir es nicht als einen Lennon-McCartney-Abklatsch bezeichnen müssen. Und natürlich wieder Graham Dye am Gesang, der schon früher dafür zuständig war, für Eric Woolfson und Alan Parsons sozusagen John Lennon zu channeln. Das Lied ist mega charmant zugegeben, mit einem seltsamen Gefühl von Beatles-Plagiat in der Luft und nicht unbedingt meine Blutgruppe, aber ein schönes kleines Solo von Ian Berntsen am Ende. Und das Lied dauert nur 2 Minuten 23 und hat einen etwas seltsamen, gegenintuitiven Fade-out am Ende, fast etwas verwirrend. Das nächste Stück ist eine musicalartige Ballade mit dem Titel Dora. All diese Songtitel wie Nirvana Principle, Der kleine Hans, Dora, das sind alles Anspielungen auf die Freudsche Psychoanalyse. Hier steigt also Wolfson tief in das Nitty-Gritty von Sigmund Freuds Biografie und Lebenswerk. Ich finde Dora gar nicht so schlecht, auch wenn das nicht unbedingt mein Sound ist. Funny You Should Say That ist pures Musical-Material und offensichtlich ein humoristisches Stück, sehr gekonnt geliefert von The Flying Pickets. Und die Musik klingt wie der Soundtrack zu einem Bugs Bunny-Zeichentrickfilm, was eine Kunst für sich ist. Und ich mag die Bridge hier ganz gerne, aber es ist nicht die Art von Lied, das ich mir unbedingt anhören muss. You Are On Your Own ist der von der Soul-Sängerin Kiki Dee gesungene nächste Song auf diesem Album und das ist ein solider Rocksong mit stampfendem Beat und zackigen Gitarrenriffs. Warum nicht? Ich finde, Kiki Dee erhebt das Stück auf ein sehr geschmackvolles Niveau und der Bass ist richtig geil hier. Es ist schon ein richtiger Stomper mit dieser mutigen Aufbruchsstimmung, eine Gefühlslage, die Rockmusik sehr gut bedienen kann. Das nächste Stück, Far Away From Home, ist unverzichtbar für alle Flying Pickets-Fans. Das ist schon sehr süß, gute Komposition und ich muss gar nicht dazu viel sagen, dass es toll gesungen ist, gemessen an dem Ruf dieser Vokalisten. Allerdings, wenn ich genau hinhöre, höre ich auch noch Eric Woolfson unter den Background-Vocals. Ich schätze, er konnte sich diese Chance nicht nehmen lassen, zusammen mit den Flying Pickets zu singen. Ich kann es ihm nicht verübeln. Kommen wir zu der neunten Nummer. Let Yourself Go ist ein Song, der erneut von Eric Woolfson gesungen wird. Und das ist ein absolutes Highlight auf diesem Album. Ein extrem kompetenter, großartiger Song, der erneut die Atmosphäre der ganz großen Alan Parsons Project Alben heraufbeschwört und genauso gut als Lied irgendwo auf Eye in the Sky oder Ammonia Avenue sein könnte. Gerade dieses perkussive Element im Hintergrund, das vermutlich aber ein Synthesizer ist, klingt großartig. Und dann ist mittendrin diese Brass-Section aus Saxophonen. Ich nehme an, Alan Parsons hat einfach Richard Cottle 10-mal am Saxophon aufgenommen und es dann zusammengefügt. Das ist eine der stärksten Nummern auf dieser Platte. Und in gewisser Weise ist dies das letzte Mal, dass wir Eric Woolfson als Leadsänger auf einem Project-Album hören werden. Beyond the Pleasure Principle ist der eine Beitrag von Alan Parsons auf diesem Album, das klassische Parsons-Instrumental, das wir auf jedem Album finden. Wie ist es hier auf Freudianer geworden? Nun, es beginnt mit einem ehrgeizigen Orchestralauftakt, erwirkt durch Andrew Powell. Dann kommt das Hi-Hat rein und ein ziemlich cooler Track entfaltet sich, mehr im Geiste von Where is the Walrus, wenn auch nicht so großartig. Somit, ich sehe das Stück nicht auf derselben Höhe wie die besten und berühmten Alan Parsons Project Instrumentals, die wir zu lieben gelernt haben, aber es ist eine solide Nummer. Die Cottle-Brüder dominieren hier den Sound, finde ich, als Bass und Saxophon. Aber alles in allem ist dieses Stück ein kleines wenig ziellos und thematisch nicht sehr filigran und eher schlicht zu nennen. Das elfte Stück auf diesem Album trägt den Titel The Ring und wird von Eric Stewart von 10cc gesungen, also eine durchaus vertraute Stimme. Ich finde das Stück nicht schlecht, es ist sehr geschmackvoll komponiert und die Background-Vocals sind großartig. Auch ein tolles Gitarrensolo von Ian Berntsen, natürlich. Alles in allem ebenfalls eines dieser Stücke, die mir inzwischen besser gefallen als früher. Es ist okay. Sex Therapy ist purer Musical-Sound, gesungen von Frankie Howard. Und Wolfson hat hier sichtlich Spaß mit dem Freudschen Material und der Stadt Wien und der K&K-Atmosphäre während des Fin de Siècle und der Belle Époque. Sei es drum. Ich erkenne da formal die Qualität, aber es ist eindeutig nicht einer der Tracks, der auf mein Alan Parsons Project Mixtape kommt. Und das ist alles, was ich dazu sagen kann.
Das 13. Stück trägt den Titel No One Can Love You Better Than Me und ist eine pure Vierfach-Arie, gesungen von Kiki Dee, Marty Webb, Gary Howard und Eric Woolfson. Und auf diesem Album ist es sicher die Komposition mit dem typischsten Musical-Format. Und mein Sound ist das nicht, aber ich habe dennoch ein paar positive Sachen darüber zu sagen. Erstens ist es großartig abgemischt und vermittelt das Gefühl, als säße man in der ersten Reihe eines Theaters und Sänger und Band befänden sich direkt vor uns. Und das orchestrale Arrangement von Andrew Powell ist üppig und extrem stimmungsvoll. Somit, sogar angesichts dessen, dass ich Musicals nicht so gerne habe, kann ich diesen Track wirklich genießen, weil er einfach eine herrliche musikalische Atmosphäre heraufbeschwört. Deshalb ist es, entgegen meiner persönlichen musikalischen Neigungen, immer noch eines der Highlights hier für mich. Ich bin selbst ein wenig schockiert darüber. Aber es klingt einfach sehr, sehr bestechend. Zumal auch der Songtitel No One Can Love You Better Than Me etwas subversiv ist, da er erstmal einen kitschigen Love-Song vermuten lässt, doch in Wirklichkeit werden wir in die Tiefen der freudschen Psychologie entführt. Das 14. Stück Don't Let the Moment Pass ist typischer Musical-Kitsch. Aber ich will auch nicht herablassend klingen, weil das wundervoll von Marty Webb gesungen wird, die sich durch ihre Hauptrolle als Evita einen Namen gemacht hatte, somit von den wenigen Frauen, mit denen über die Jahre The Alan Parsons Project zusammengearbeitet hatte, und man kann sie auf einer Hand abzählen, könnte Marty Webb die mit dem größten Renommee gewesen sein. Und ihre Stimme hat eine unglaubliche Präsenz. Gefolgt wird diese Nummer von Upper Me, einem Song, der äußerst mysteriös anfängt und sich zügig zu einer flotten Nummer mit Eric Stewart am Mikrofon herausschält. Das ist eine verdammt gute Popnummer, anders kann ich es nicht sagen. Das Lied hat einen strammen, langsamen Drumbeat und ein launisches Gitarrensolo von Ian Branson. Ein weiteres Highlight auf diesem Album, finde ich. Freudianer als Instrumental ist ein kleiner Abstecher, bei dem sich Andrew Powell und Alan Parsons ein wenig mit dem Melodiemotiv des Titelsongs austoben. Es ist also ein Instrumental, aber kein typischer Alan Parsons Science-Fiction-Mystery-Track, wie wir es gewohnt sind, sondern mehr eine verschmitzte Aufarbeitung des Titelthemas mit Betonung auf Orchesterarbeit. Zum Teil sehr ähnlich zu Andrew Powells Lady Hawk Soundtrack. Alles in allem ist das ein verdammt gutes Arrangement, das großartig mit dynamischen Kontrasten und thematischen Juxtapositionen arbeitet. Und ich sage das alles nur gewahr dessen, dass mich niemand unterbrechen kann, um mich zu fragen, was ich damit eigentlich meine. Auf jeden Fall sind da einige musikalische Ideen im Spiel, die ich so noch nie in einer Project-Verarbeitung gehört habe. Als wüsste Andrew Powell, dass dies das Ende einer Ära markiert, lässt er es orchestral noch einmal richtig krachen. Das Finale des Albums besteht aus zwei verschraubten Tracks. Da ist zuerst das 17. Stück Destiny. Hier kommt endlich Chris Rainbow ans Mikrofon und singt seinen letzten Song für The Alan Parsons Project. Destiny besticht mit einer großartigen Gesangsaufnahme, die deutlich macht, dass das Aufnehmen und Abmischen von Stimmen eine der großen Stärken von Alan Parsons ist. Das Stück ist nur 50 Sekunden lang. Das Finale gehört einem elegischen Track namens There But For The Grace Of God, gesungen von John Miles und erneut Marty Webb. Ich bin sicher, John Miles hat es verdammt viel Spaß gemacht, ein Duett mit Marty Webb zu singen. Das ist extrem schmeichelhaft, finde ich. Aber er ist ja auch ein großartiger Sänger. Das Lied ist sehr gut geschrieben und profitiert von Andrew Powells zuverlässigem Orchesterarrangement. Wir sind hier vollständig im Musical-Territorium. Und dann ist dieses Werk zu Ende und vorbei. Ich meine, Freunden von Musicals kann ich das Album einfach nur empfehlen. Und da muss man sich auch nicht damit befassen, was ich da über einzelne Tracks zu sagen habe. Denn wenn du Musicals liebst, dann wirst du dieses ganze Album mögen. Für mich, der eben mehr in der Rock- und Prog-Rock- und Fusion-Ecke angesiedelt ist, zeichnen sich da sehr spezifische Highlights ab, die ich einzeln sehr empfehlen kann. Allem voran die Doppeleröffnung The Nirvana Principle und Freudiana, den großartigen Track Let Yourself Go, aber auch die stimmungsvolle Gesangsmeditation No One Can Love You Better Than Me und letztendlich auch den Gassenhauer I'm the Mirror. Und wenn ich so darüber nachdenke, sind das eine Menge Empfehlungen für ein Album, das den Ruf hat, eigentlich nur so lala zu sein.
Ich gebe hier deshalb 3,5 Sterne unter dem Vorbehalt, dass ich Musicals nicht wirklich ausreichend bewerten kann und dass ein Fan von Rockopern und Musicals hier möglicherweise noch viel mehr aus dem Album für sich rausholen kann. Das ist ja alles sehr subjektiv. Somit, Freudiana ist ein Album, wo sich vielleicht jeder auf eigene Faust auf die Entdeckungsreise begeben muss, um eine eigene Beziehung zu diesem Werk aufzubauen. Obwohl es auffällt, dass diese CD einem nicht nachgeworfen wird. Also da muss man schon ein wenig suchen oder auch mal etwas übertriebene Beträge zahlen, um da ranzukommen. Aber nichts im Vergleich mit der Vinylausgabe von damals, die inzwischen irgendwo zwischen 100 und $200 gehandelt wird. Es gibt auch noch eine andere Ausgabe dieses Albums mit einem dunklen Cover, das dann eine reine Aufnahme des unmittelbaren Musicals ist, wie es in Wien aufgeführt wurde, sogar auf Deutsch. In den Fankreisen spricht man hier von White Album und Black Album. Ich kann über das dunkle Album nicht so viel sagen, weil so tief in die Musical-Welt abzusteigen ist eine Brücke zu weit für mich. Meine Passion für Musicals wird sich immer nur auf Jesus Christ Superstar und Hair beschränken und das reicht mir. Dieses Album markiert das Ende einer musikalischen Reise, die 1976 in den Abbey Road Studios ihren Anfang nahm. Eine Reise, die mit Edgar Allan Poe begann und mit Sigmund Freud zu Ende ging. Die komplizierte Situation während der Produktion und die übertriebene Juristerei, die als Begleitphänomen bei den Aufnahmen dazwischen funkte, belastete zusätzlich das Verhältnis zwischen Alan Parsons und Eric Woolfson, so dass eine Fortsetzung der Band zunehmend unwahrscheinlich erschien. Hinzu kam, dass trotz aller Querelen mit Rechtsanwälten Eric Woolfson bei dieser Erfahrung mit Livebühne und den Proben mit einem Gesangsensemble in Wien sehr auf den Geschmack gekommen war und sich fortan nur noch einer Karriere als Musical-Komponist widmete. The Alan Parsons Project war an sein Ende gekommen, diesmal wirklich und diesmal für immer. Das Ende der Reise muss das nicht unbedingt sein, denn 2 Jahre später juckte es Alan Parsons bereits wieder in den Fingern und so begann sich die Idee eines Albums abzuzeichnen, halt ohne das The und das Project im Namen, aber klanglich und stilistisch doch teilweise sehr im Kielwasser der großen Project-Alben. Und hierbei kam eine ganze Reihe aus LPs und CDs heraus, die Alan Parsons in den darauf folgenden 30 Jahren in großen Abständen aufgenommen hatte. Diese sind für mich durchwachsen zwischen großartig, durchschnittlich und geradezu langweilig, aber das kann auch sehr interessant sein, sich damit zu befassen. Somit, wer weiß, vielleicht mache ich da mal weiter und setze die Parsoniade in diesem YouTube-Kanal noch eine Weile fort. Ich habe in dem Solo-Katalog von Alan Parsons tatsächlich eines oder zwei Alben, die ich eigentlich wirklich mag. Wir werden sehen. Das war Freudiana, de facto von The Alan Parsons Project aus dem Jahr 1990. Bis zum nächsten Mal.